2 Tage, 900 Starts, 150 Reiter aus MV, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Dazu natürlich eine Menge bestens geschulter Pferde und ziemlich viel Spaß. Bereits zum 9. Mal wurde in Suco bei Schwerin das traditionelle Spring- und Dressurturnier ausgetragen. Im Unterschied zu vielen anderen Reitturnieren im Pferdeland Mecklenburg-Vorpommern ist es keine Profiveranstaltung. Vor allem Nachwuchstalente stehen hier im Mittelpunkt. Wer Turniererfahrung im Sattel sammeln will, ist in Suco immer herzlich willkommen. Eine solche Willkommenskultur hängt mit vielen engagierten Unterstützern zusammen. Und ohne Sponsoren würden dem hiesigen Verein SV Suco zu viele Barrieren im Weg stehen. Oh, das ist uns sehr wichtig und ich freue mich besonders, dass wir in diesem Jahr erstmals die Feuerbank als Partner, als Sponsor gewinnen konnten. Und ich freue mich auch, dass der Vorstandsvorsitzende Plump hierher kommt heute. Und wie gesagt, ohne Sponsoren geht es nicht. Wir als Sportverein haben ja nicht nur die Sportart Reitsport, sondern wir haben ja auch noch andere Sportabteilungen. Und insgesamt haben wir im Verein, oder verhandle ich immer mit rund 30 bis 40 Sponsoren und Förderer. Und die muss man natürlich alle bei Laune halten. Die Suche nach den Sponsoren wurde für den SV Suco in diesem Jahr zum vollen Erfolg. Die VR-Bank konnte mit ins Boot geholt werden. Ganze 2 zusätzliche Preise ergänzen nun das Turnierprogramm. Der R- und V-Preis und der Preis der VR-Bank. Das Kreditinstitut meint, mit Unterstützung des Kinder- und Jugendsports in der Region auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Wir sind hier gerade in Suco und Reitsport ist in Suco schwer verankert. Aber der Verein ist eben auch davon abhängig, dass er eben von uns, von den Volks- und Travessenbanken und auch von der R&V, vom gesamten Verbund und von anderen Unternehmen unterstützt wird. Wir tun das gerne, um diese Attraktivität hier gerade im Ort weiterhin am Leben zu erhalten. Seit 1972 wird das Reitturnier in Suco in verschiedenen Formen durchgeführt. Zur DDR-Zeit zählte das Event zu den Highlights des Pferdesports in Mecklenburg. Die Tradition hat auch die Wende überdauert und konnte sich im wiedervereinigten Deutschland neu etablieren. Natürlich mit einem passenden Sponsoring. Genauso wie dem SV Suco geht es in der Region auch vielen Traditionsvereinen. Die VR-Bank hat den Trend erkannt und greift den Sportlern gerne unter die Arme. Ist natürlich eine sportliche Stadt. Wir unterstützen die Volleyballer, insbesondere den SSC. Wir unterstützen den FC Mecklenburg-Schwerin und wir unterstützen auch die Mecklenburger Stiere. Gerade auch deswegen, weil alle Vereine sehr, sehr viel auch für die Jugendausbildung, für die Heranführung der Jugend an sportliche Betätigung sich engagieren. Im nächsten Jahr feiert das Turnier in Suco sein 10-jähriges Bestehen. An den Plänen für das Jubiläumsevent wird schon jetzt fleißig geschmiedet. Mit dabei auch die VR-Bank.